Herzlich willkommen, liebe Astrofreundinnen und Astrofreunde, zu meinem Video-Special Kreativ, Wild und Frei – Lilith im Wassermann. Und darin geht es um den Transit von Lilith durch das Zeichen Wassermann vom 6. August 2018 bis zum 3. Mai 2019. Ein Transit mit kreativen und befreienden Kräften. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich bin Lilith-Expertin und das hier ist mein Buch Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Das ist im Frühjahr 2018 in der dritten Auflage erschienen, als Taschenbuch. Darin erfahrt ihr alles über die wilde Göttin und ihre historische, kulturelle und astrologische Bedeutung. In diesem Video geht es darum, wie sich die Kräfte der wilden Göttin im Zeichen des freiheitsliebenden Wassermanns zeigen werden. Auf meinem Titelbild seht ihr übrigens meine Nichte Julie, die ich auch gern die wilde Julie nenne. Sie hat die Lilith am Übergang, und zwar vom Steinbock zum Wassermann stehen, also im allerletzten Grad des Zeichens Steinbock und in Verbindung zu ihrem Aszendenten auf 1 Grad Wassermann. Und sie drückt ganz viel von dem aus, was ich euch heute erzählen werde. Und vor ein paar Wochen, als die Lilith bei Julie über die Venus im Horoskop ging, hat sie sich ihre langen blonden Haare abrasiert. Und seitdem läuft sie eben in diesem Stil rum und das ist unglaublich, es ist provokant, es sieht wunderschön aus. Und als ich dieses Video vorbereitet habe, da war sie gerade zu Besuch und hat meiner Tochter die Bilder aus ihrem neuesten Fotoshooting gezeigt. Sie ist nämlich Künstlerin und auch Model. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, hey, das ist ja super, das kann ich für mein Lilith-Special gebrauchen. Das ist genau der Ausdruck von Lilith im Wassermann. Ist mir egal, was du schön findest. Ich gehe danach, was ich schön finde. Ich will mich ausdrücken. Ich will auch niemandem gefallen. Ich will meine Kreativität zum Ausdruck bringen. Bei ihr ist es halt die Kombination vom Wassermann-Aszendenten und von der Lilith im allerletzten Grad Steinbock. Tja, und dann hat sie mir dieses wunderschöne Bild zur Verfügung gestellt. Und ich werde euch auch einen Link zu der Fotografin unten in die Videobeschreibung setzen und bedanke mich auch sehr, dass ich dieses Bild benutzen durfte. Bevor wir in die astrologische Deutung einsteigen, werfen wir noch kurz einen Blick auf die spektakuläre Mythologie der Lilith. Und das Bild, was ihr hier seht, ist übrigens das berühmte Relief, was im British Museum in London ausgestellt ist, was als einzige Darstellung von Lilith gilt. Und dieses Bild habe ich besucht im letzten Mai, war auch sehr, sehr schön. Also Lilith gilt ja als Adams erste Frau im Paradies, die sich dann mit dem alttestamentarischen Gott überworfen hat. Dem Mythos nach wollte sie Adam nicht gehorchen und es heißt, dass sie beim Sex nicht unten liegen wollte. Dahinter steckt natürlich, dass Lilith eigentlich aus dem Bereich der matriarchalischen Göttinnen noch stammte, von der Mythologie her. Und Adam beschwerte sich darüber jetzt bei Gott und der versuchte, Lilith zurechtzuweisen und zu bedrohen. Aber Lilith ließ sich davon nicht beeindrucken und verließ das Paradies, um sich ans Rote Meer ins Reich der Dämonen zurückzuziehen. Ihre Freiheit war ihr wichtiger als die Sicherheit des Paradieses und die Gesellschaft von Dämonen war ihr lieber als die von einem Trottel wie Adam, der nichts verstand und nichts über das Matriarchat und die Kraft der Göttin wusste. Im Anschluss an diesen Skandal erschuf Gott die fügsamere Eva, die sich besser anpassen und unterordnen konnte. Deshalb gilt Lilith als das Symbol für wilde, kratzbürstige Frauen, die sich nicht an die Wünsche der Männer anpassen und denen ihre persönliche Freiheit wichtiger ist als die Sicherheit einer Beziehung. Lilith steht für den Geschlechterkampf und für die Gleichstellung der Frau. Und alles Weitere über die reichhaltige, symbolische und astrologische Bedeutung der Lilith habe ich in meinem Buch aufgeschrieben und das ist jetzt als Taschenbuch erhältlich. Ich werde euch gleich einige Abschnitte aus dem Kapitel über Lilith im Wassermann vortragen, damit ihr die besondere Energie dieser Konstellation nachvollziehen könnt. Anschließend erfahrt ihr, wie sich die Lilith im Wassermann für die einzelnen Sternzeichen auswirkt. Ich habe auch wieder ein Geschenk für euch vorbereitet. Ihr bekommt 30% Rabatt auf eine Kompaktberatung über Lilith in eurem persönlichen Horoskop. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos und einen Link zu dieser speziellen Beratung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und hier kommt der Auszug aus meinem Buch und zwar aus dem Kapitel Lilith im Wassermann. Und ich habe mir das hier auf den Teleprompter gelegt, denn ich bin zu eitel, meine Brille aufzusetzen und euch das direkt aus dem Buch vorzulesen. Und ich habe es auch ein bisschen gekürzt. Also, Lilith im Wassermann als Weg.
Im Zeichen Wassermann treffen wir auf Menschen, die den Wunsch nach Originalität und Unabhängigkeit in sich tragen, auf kreative Geister und auf eine Neigung, gegen die bestehende Ordnung zu rebellieren. Auch Lilith ist ein Symbol für den Wunsch nach Unabhängigkeit. Die Dämonen aus dem Lilith-Mythos werden als Sinnbild für schräge Vögel bzw. Menschen aus gesellschaftlichen Randbereichen gesehen. Auch das Zeichen Wassermann gilt als Heimat der Außenseiter, Erfinder, Eigenbrötler oder politischen Aktivisten. Leute, die die Zukunft gestalten, aber in der Gegenwart noch nicht verstanden werden. Uranus, der Herrscher des Zeichens Wassermann, ist ein geistiges Prinzip und auch Lilith weist mit ihren Flügeln eine Verbindung zum Geistigen auf. Zudem gilt sie im Horoskop als Faktor für Kreativität und Eigensinn. Und sie rebellierte gegen die neue Ordnung, die ihr durch das Patriarchat aufgezwungen werden sollte. Es ist offensichtlich, dass beide Kräfte, Lilith und das Zeichen Wassermann, große Übereinstimmungen aufweisen. Und wenn sich die beiden Prinzipien treffen, verstärken sie sich gegenseitig. So finden wir mit Lilith im Wassermann häufig Persönlichkeiten, die einen großen Freiheitsdrang entwickeln und auch ihre Ideen frei zum Ausdruck bringen wollen. Sie möchten sich als Künstler oder Erfinder entfalten und etwas Neues, noch nie Dagewesenes kreieren. Sie pfeifen auf gesellschaftliche Konventionen oder nehmen Widerstände und Ablehnung in Kauf, um ihrer individuellen Bestimmung zu folgen. Abenteuer und Kreativität. Die Zukunft der Gesellschaft ist ein Feld, auf dem du deine Abenteuer findest und wo sich deine Kreativität entfalten kann. Auch wenn du als Künstlerin kreativ bist, hast du die Kraft, die Gesellschaft mit deinem Tun zu berühren und aufzurütteln. Provokation und Humor sind dabei sehr gute Mittel. Es ist dir wichtig, dich von anderen abzuheben und du wirst auch Menschen vor den Kopf stoßen, wenn du von einer Sache überzeugt bist. Du bist eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Irgendwo in dir ist die Außenseiterin, die geliebt werden will, ohne sich dafür verstellen zu müssen. Teil deines Abenteuers ist es, trotz deiner Einmaligkeit in Verbindung mit anderen zu bleiben. Es kann sehr erleichternd sein, festzustellen, ich bin nicht die Einzige. Deshalb ehre das, was an dir so anders ist, aber zieh dich nicht innerlich zurück. Finde die freien Vögel, die anderen Unangepassten, mit denen du dich verstehst. Und finde diejenigen, die darauf gewartet haben, dass du sie aus ihren Denkschranken befreist. Liebe und Beziehungen. Vergiss, was die anderen sagen. Vergiss die Beziehungsratgeber und Flirtguides. Du lässt dich nicht in ein Schema pressen. Ob treue Partnerschaft, Zölibat oder freie Liebe, für dich ist alles möglich. Manche Wassermann-Liliths entfalten sich leichter in einer Gemeinschaft, beispielsweise in einer spirituellen Gruppe, wo sie Liebe ohne die Besitzansprüche einer festen Paarbeziehung erleben können. Du kannst dich der Liebe besonders gut auf dem Weg der Freundschaft oder der gemeinsamen Interessen annähern. Deine Leidenschaft flammt kurz, aber heftig auf, aber dann brauchst du wieder Abstand. Ein Partner, mit dem du ein Engagement oder eine Vision teilst, ist ideal für dich. Wenn du erlebst, dass dir Partner weglaufen, ziehst du solche Menschen vielleicht unbewusst in dein Leben, weil du so viel Freiraum brauchst. Du bist eine, die ihre eigene Beziehungsform erfindet und so lebt, wie es zu ihr passt. Herausforderung. Lilith im Wassermann kann dich verleiten, Verachtung denen gegenüber zu entwickeln, die es einfach nicht kapieren. Lilith verließ einfach das Paradies, statt sich zu erklären oder ihre Macht als Göttin zu demonstrieren. Auch du neigst zum Verstummen, wenn du dich unverstanden fühlst und gibst anderen keine Chance, mehr über dich zu erfahren und dich besser zu verstehen. Lilith im Wassermann kann im ungünstigen Fall in eine Verweigerungshaltung münden. Dann hält man sich für etwas Besseres, für das unverstandene Genie und die Schaffenskraft bleibt latent und blockiert. Alles, was dir hilft, dich zu öffnen und in Verbindung mit anderen zu bleiben, ist gut für dich. Zum Beispiel Freundschaften pflegen, sich in einer politischen Gruppe engagieren, Kontakt mit Kindern haben, Theater spielen oder in einer Band singen oder spielen. Achte darauf, dass du nicht zu viel Zeit am Computer verbringst. Das könnte deine Tendenz zur Abkapselung verstärken. Soweit also der Auszug aus meinem Buch. Da könnt ihr den vollständigen Text im Kapitel Lilith im Wassermann ab Seite 263 nochmal in Ruhe nachlesen. Jetzt wollen wir uns den aktuellen Transit von Lilith, auch genannt der schwarze Mond, durch den Wassermann anschauen. Der Transit dauert etwa 9 Monate und für den Umlauf um den gesamten Tierkreis braucht die Lilith etwa 9 Jahre. Zu Beginn ihrer Reise durch den Wassermann im August 2018 ist Lilith mit vielen wichtigen kosmischen Kräften verbunden. Hier ist die Lilith
verbunden mit Mars und Venus, den Liebesplaneten, hier mit Freiheitsplanet Saturn und mit Heiler Chiron. Das heißt, ihre Kräfte werden sich sowohl in unserem Liebesleben als auch politisch manifestieren und sind eine große Inspiration für alle, die als Evolutionsagenten unterwegs sind. Ich werde auf diese Konstellation in der kosmischen Schwingung vom August und auch im September nochmal eingehen. Jetzt möchte ich mit euch durchgehen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann für die einzelnen Sternzeichen auswirken kann. Vorab noch die Info, wann sie durch welche Dekade laufen wird. Erste Dekade, 6. August 2018 bis 5. November 2018. Zweite Dekade, 5. November 2018 bis 3. Februar 2019. Und die dritte Dekade, vom 3. Februar 2019 bis zum 3. Mai 2019. Genau, und dann habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr ergründen wollt, was mit Lilith im Wassermann auf euch persönlich zukommt, dann denkt doch mal drüber nach, was vor knapp 9 Jahren in eurem Leben los war. Denn der Lilith-Zyklus, also der Durchlauf von Lilith durch den gesamten Tierkreis, beträgt circa 9 Jahre. Und das letzte Mal ging sie vom 2. Oktober 2009 bis zum 28. Juni 2010 durch den Wassermann. Das hilft euch vielleicht, wenn ihr da nochmal dran zurückdenkt. Die Deutung, die ich euch gleich gebe, gilt für Lilith in Bezug auf euer Sternzeichen. Aber die Aspekte von Lilith spürt ihr auch, wenn andere Planeten oder der Aszendent in eurem Horoskop sie empfangen. Das müsste man dann in einer persönlichen Beratung klären oder auch in meinem Webinar Antonias Sterne. Da ist der nächste Termin am 1. September 2018 und auf meiner Homepage könnt ihr unter Vorträge und Seminare jederzeit nachschauen, wann weitere Termine stattfinden. Jetzt schauen wir uns die Bedeutung von Lilith im Wassermann für die Sternzeichen an. Und als Referenzhoroskop habe ich das Eintrittshoroskop genommen, also wenn Lilith auf genau 0,00 Grad Wassermann steht. Und das ist am 6.8.2018 um 8.53 Uhr am Morgen. Und Köln habe ich genommen, weil ich halt hier in Köln arbeite. Und dieses Horoskop werde ich dann für jedes Sternzeichen sozusagen weiterdrehen. Für den Widder, das würde also dann auch dem Widder-Aszendenten entsprechen. Das heißt, ihr könnt dann eventuell auch nochmal für euren Aszendenten mitschauen. Also, wir fangen an mit dem Widder. Wenn ihr im Widder geboren seid, bildet die wilde Göttin jetzt einen angenehmen und freundschaftlichen Aspekt. Die kreativen und befreienden Kräfte der Lilith im Wassermann harmonieren gut mit der Widdersonne. Bis Mitte August und auch in der zweiten Septemberhälfte trifft sie sich dabei mit eurem Herrscher Mars. Da kann es hoch hergehen in der Liebe und ihr setzt euch kämpferisch für eure Anliegen ein. Falls ihr Probleme mit starken Frauenfiguren erlebt hattet, sollten die sich in den kommenden 9 Monaten lösen lassen, denn ihr findet eine konstruktive Ebene. Lilith wird durch euer 11. Sonnenhaus laufen, das heißt, es können sich Freundschaften oder berufliche Kontakte mit interessanten Menschen ergeben, die euch stark inspirieren. Vielleicht bekommt ihr auch Lust, das Konzept Friends with Benefits auszuprobieren, also Freundschaft mit Erotik zu kombinieren. Oder es ergibt sich eine heiße Affäre mit jemandem, mit dem ihr vorher nur befreundet wart. Der Transit ist auch eine gute Zeit, um sich mit der eigenen weiblichen Kraft zu befassen und sie auf kreative Weise auszudrücken. Und wir machen weiter mit dem Stier. Wenn ihr im Stier geboren seid, wird Lilith nun für die kommenden 9 Monate eine Spannung zu eurer Sonne bilden. Das heißt, ihre befreienden Kräfte wirken nicht immer in Harmonie mit euren Vorhaben. Lilith kann sich bemerkbar machen durch schwierige Frauenfiguren, die euch herausfordern, besonders im Bereich eurer Karriere, denn sie wird durch euer 10. Sonnenhaus laufen. Dann schaut ruhig genauer hin. Vielleicht leben diese Frauen etwas aus, was ihr euch eigentlich auch wünscht. Möglich auch, dass ihr euch jetzt mit männlichen Vorurteilen gegenüber eurer jeweiligen Position als Frau konfrontiert seht. Zumal bis November 2018 auch noch der Mars dabei steht, was die Themen des Geschlechterkampfs intensivieren kann. Oder es führt dazu, dass ihr vielleicht eine heiße Affäre mit jemandem habt, der eigentlich euer Konkurrent ist. Vielleicht ist es aber auch ein innerlicher Prozess, bei dem ihr feststellt, dass bestimmte Kompromisse nun nicht mehr funktionieren. Oder ihr den Wunsch verspürt, beruflich mehr Freiraum und Unabhängigkeit zu erlangen und eure Kreativität endlich auszudrücken. Das kann durchaus anstrengend sein, aber Lilith will eben, dass ihr zu mehr Ganzheitlichkeit findet und authentisch euren Seelenweg geht. Auch dann, wenn ihr von bestimmten Vorstellungen loslassen und auch mal neue Wege gehen müsst.
Soweit also der Stier und jetzt machen wir weiter mit den Zwillingen. Wenn ihr in den Zwillingen geboren seid, zeigt sich der Transit von Lilith durch den Wassermann eher von der angenehmen Seite, denn sie wird einen Harmonieaspekt zu eurer Sonne bilden. Dabei wandert sie durch euer neuntes Sonnenhaus und das kann eine gute Zeit sein, um sich mit den archaischen Kräften der alten Göttin zu befassen und zum Beispiel eine Reise an einen spirituellen Kraftort zu unternehmen. Ihr könnt jetzt auch eine Weisheitslehrerin finden, der ihr euch gerne anvertraut. Möglich ist auch eine Liebesaffäre mit jemandem aus einem fremden Kulturkreis, die euch sehr inspiriert und euren Horizont erweitert. Wenn ihr euch irgendwo nach mehr Freiheit sehnt, lässt sich das wahrscheinlich recht harmonisch in euer Leben integrieren. Wobei das natürlich auch von den übrigen Aspekten abhängt, die in eurem Horoskop wirken. Ich denke da vor allem an die Spannung zu Neptun, die für einige Zwillinge dazu führt, dass sie sich in bestimmten Sachen täuschen. Also da müsst ihr dann entsprechend aufpassen und da werde ich auch in den Monatshoroskopen dann drauf hinweisen. Und wir machen weiter mit den Krebsen. Wenn ihr im Krebs geboren seid, dann wandert Lilith nun in euer achtes Sonnenhaus und stellt möglicherweise eure Wertvorstellungen auf den Kopf. Eure Werte für eine feste Beziehung, wie auch in materieller Hinsicht. Ihr entdeckt vielleicht, dass für euch neue, andere Formen von Beziehung interessant werden oder dass euch materielle Werte weniger wichtig werden, dafür aber spirituelle Werte oder bestimmte Freiheiten innerhalb der Beziehung an Bedeutung zunehmen. Vielleicht auch durch euren Partner oder eure Partnerin, die euch damit konfrontieren. Es geht jedenfalls darum, wie viel Freiheit jeder in der Beziehung genießt und auch, ob ihr gemeinsam oder getrennt wirtschaften wollt. Dabei bildet die Lilith einen speziellen Aspekt zu eurer Sonne, der anzeigt, dass es immer wieder ein Ringen um Kompromisse geben wird und nicht immer erreicht ihr euren persönlichen Wohlfühlfaktor. Aber bleibt dran, denn diese Erkenntnisprozesse können Früchte tragen, besonders ab Mai 2019, wenn die Lilith in die Fische geht und dann einen harmonischen Aspekt zu eurer Sonne bildet. Und jetzt kommen wir zu den Löwegeborenen. Und für die ist es ganz besonders spannend. Wenn ihr also einen Löwen geboren seid oder auch einen Löwe-Aszendent habt, dann geht nämlich die Lilith durch euer siebtes Sonnenhaus der Partnerschaft. Und ihr erlebt eine Zeit voller Herausforderungen in euren Beziehungen und leidenschaftliche neue Begegnungen sind möglich. Es geht um Freiheit und den Wunsch nach Unabhängigkeit. Gleichzeitig seht ihr euch nach einer großartigen Beziehung. Das alles lässt sich nicht leicht vereinbaren und wahrscheinlich erlebt ihr ein emotionales Auf und Ab. Falls ihr in eurer Partnerschaft dominant auftretet und euch unbedingt durchsetzen wird, wird sich euer Partner oder Partnerin dagegen mehr als sonst auflehnen und ihr riskiert, dass er oder sie auf Abstand geht. Wenn ihr Single seid, könnt ihr euch heftigst verlieben in jemand, der oder die euch sehr fasziniert, sich aber auch als schwierig und eigensinnig erweist. Wenn ihr eine heimliche Affäre am Laufen habt, kann diese jetzt auffliegen, weil sich der oder die Geliebte nicht länger verstecken will oder auch ihr selbst endlich dazu stehen wollt. Langweilig wird es jedenfalls in eurem Liebesleben garantiert nicht, solange Lilith durch den Wassermann geht. Und wir machen weiter mit den Jungfraugeborenen. Wenn ihr eine Jungfrau geboren seid, wird Lilith durch euer sechstes Sonnenhaus laufen. Und das bedeutet, dass ihr euch mehr Freiraum am Arbeitsplatz wünscht, um eure Abläufe selbst zu gestalten und eure Kreativität in die Arbeit einfließen zu lassen. Ihr lasst euch nun auch nicht mehr so leicht Aufgaben von anderen aufs Auge drücken. Es kann auch sein, dass ihr Probleme mit einer Kollegin bekommt oder auch, dass es Schwierigkeiten mit eurer Rolle als Frau am Arbeitsplatz gibt. Auch eine heiße Affäre in eurer Arbeitsumgebung ist möglich, die für Unruhe im Kollegenkreis sorgen kann. Das sechste Haus ist auch das Gesundheitshaus. Deshalb achtet besonders auf die Signale eures Körpers, die euch anzeigen, wenn ihr innerlich mit etwas unzufrieden seid. Der Aspekt zu eurer Sonne zeigt, dass ihr nicht immer genau das erreichen werdet, was ihr euch wünscht, aber ihr werdet ein gutes Stück dabei vorankommen, selbstbestimmter zu arbeiten und euch zu trauen, auch mal unbequem zu sein, um euch nicht mehr verbiegen zu müssen. Und wir kommen zum Sternzeichen Waage. Wenn ihr in der Waage geboren seid, wird Lilith aus der Spannung herausgehen, die sie in den Monaten zuvor zu eurer Sonne gebildet hat, und einen Harmonieaspekt aufbauen. Dabei wird sie durch euer fünftes Haus der Lebensfreude und der Kreativität laufen und das kann euch einen regelrechten Kreativschub bringen und weckt den Wunsch in euch, mehr persönlichen Freiraum zu haben, um diese Inspiration auch ausleben zu können. Möglich auch, dass ihr eine super heiße Affäre anfangt, die einigen Raum in eurem Leben einnimmt und euch sehr inspiriert.
Beides kann sehr befreiend für euch wirken. Schwierig wird es dann, wenn ihr bereits gebunden seid oder wenn eure familiären Verpflichtungen, die hier von Saturn und Pluto angezeigt werden, euren Spielraum für euren persönlichen kreativen Ausdruck einschränken. Es kann gut sein, dass euch der Lilith-Transit dabei hilft, einige dieser Fesseln abzustreifen, aber ihr müsst damit rechnen, dass es kein Spaziergang wird. Am besten, ihr plant sorgfältig ein, wie viel Zeit und Energie ihr euren persönlichen Kreativprojekten widmen wollt und fordert sanft, aber bestimmt das Verständnis der Beteiligten dafür ein. Und damit kommen wir zum Zeichen Skorpion. Ja, ihr lieben Skorpione, für euch wird Lilith im Wassermann einen herausfordernden Aspekt zu eurer Sonne bilden und durch euer viertes Haus der Familie laufen. Querelen, die sich seit Mai 2018 durch den Mars im Wassermann schon angedeutet haben, können sich nun verstärken. Lilith kann zum Beispiel Schwierigkeiten mit Töchtern oder Schwiegertöchtern anzeigen oder, wenn ihr keine Kinder habt, auch mit der Mutter oder dem Elternhaus. Eure Gelassenheit und Geduld sind gefordert, besonders bis November 2018, solange auch der Mars noch dran beteiligt ist. Es fällt euch zunehmend schwer, Kompromisse in Bezug auf euren Wohn- und Lebensstil einzugehen. Vielleicht denkt ihr auch darüber nach, auszuziehen, um endlich frei zu sein. Soweit müsst ihr nun nicht gleich gehen. Aber Lilith will, dass ihr für euch sorgt und euch einen Freiraum schafft, um euch zurückziehen und ungestört kreativ sein zu können. Wenn ihr alleinstehend seid, fühlt ihr euch möglicherweise einsam. Aber dann hilft es, wenn ihr eure Freiheit bewusst genießt und euch in ein kreatives Projekt stürzt. Und so sieht der Transit von Lilith für die Schützen aus. Wenn ihr im Schützen geboren seid, dürft ihr euch auf eine Zeit voller Inspirationen und Anregungen freuen. Lilith wird durch euer drittes Sonnenhaus des Lernens laufen und einen freundschaftlichen Aspekt zu eurer Sonne bilden. Besonders wenn ihr gerne schreibt oder sonst wie eure Meinung veröffentlicht, zum Beispiel als Journalisten, Blogger mit einem Podcast oder einem YouTube-Kanal oder auch als Künstlerin oder für euch privat, wird euch Lilith zu kreativen Höhenflügen anregen. Weil bis November 2018 auch der Mars noch mit dabei ist, habt ihr Spaß an heißen Diskussionen und scheut euch auch nicht, provokant aufzutreten und dadurch großes Interesse zu erregen. Möglich auch, dass sehr interessante Leute in eure Nachbarschaft ziehen. Vielleicht bekommt ihr Lust, euch politisch oder sozial in eurem Viertel oder an der Schule eurer Kinder einzusetzen für mehr Integration und ein zukunftsgerichtetes Denken. Dabei könnt ihr die spannendsten Leute kennenlernen. Soweit der Schütze und wir machen weiter mit dem Steinbock. Ja, ihr lieben Steinböcke, jetzt wird Lilith euer Zeichen verlassen. Wie war die Zeit mit Lilith im Steinbock für euch? Hat sie euch auch kompromisslos gemacht und zu kreativen Höchstleistungen angeregt? Wahrscheinlich war es inspirierend, aber auch anstrengend. Nun wird Lilith in den kommenden 9 Monaten durch euer zweites Sonnenhaus laufen und da geht es um eure Besitztümer, aber auch um euer Selbstwertgefühl. Im Idealfall könnt ihr jetzt mit kreativen und außergewöhnlichen Projekten auch noch Geld verdienen. Aber man muss sagen, dass Lilith nicht gerade ein Reichtumsfaktor ist, einfach weil ihr Geld und Materielles nicht viel bedeuten. So kann Lilith dazu verleiten, in Geldfragen oder bei Verhandlungen jegliche Kompromisse abzulehnen und lieber auf Einnahmen zu verzichten, als sich zu verbiegen. Von daher kann es auch eine Zeit sein, in der nicht so viel in eure Kasse fließt. Oder ihr investiert Geld in Kunst oder Herzensprojekte oder indem ihr eure Freunde unterstützt, was alles nicht unbedingt eine hohe Rendite bringt. Für euer Selbstwertgefühl wird es jetzt wichtig, ob ihr authentisch und selbstbestimmt leben könnt. Gut möglich, dass ihr weniger Geld für modische Accessoires ausgebt und überhaupt für Dinge, die ihr nicht unbedingt braucht, damit ihr mehr übrig habt, um eure eigene Unabhängigkeit zu unterstützen. Wenn ihr im Wassermann geboren seid, wird es richtig spannend für euch. Lilith und bis November auch noch der Mars stehen in eurem Zeichen. Und wenn ihr Wassermann-Aszendent seid, auch in eurem ersten Haus, und da sprühen die Funken und ihr seid mit Energie aufgeladen bis in die Haarspitzen. Wenn ihr typische Wassermann-Geborene seid, das hängt natürlich auch von eurem übrigen Horoskop ab, dann seid ihr originelle Querdenker und Freigeister, die gern vieles anders machen als die anderen. Und diese Tendenz wird sich verstärken. Euer Charisma strahlt noch intensiver und ihr wirkt faszinierend. Ihr seid jetzt zu kreativen Höchstleistungen fähig und euer Bedürfnis nach persönlichem Freiraum ist maximal. Allerdings sinkt eure Kompromissbereitschaft eher auf Minimalniveau ab.
Liebesaffären oder Beziehungen, die ihr unter dem Lilith-Aspekt beginnt, haben das Potenzial, euer ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Das ist schön, wenn ihr frei seid, aber schwierig, wenn ihr schon ein gutes Leben aufgebaut habt. Deshalb ist es für euch wichtig, dass ihr mit der Welt und natürlich auch mit eurem Partner in Verbindung bleibt. Vertraut den Menschen, die euch wichtig sind, dass sie euch coachen dürfen, wenn ihr es übertreibt. Bleibt geduldig, wenn andere eurem Tempo nicht folgen können oder eure Ideen nicht gleich verstehen. Aber davon abgesehen kann ich euch mit gutem Gewissen sagen, enjoy the ride, genießt die Zeit. Und wir kommen zu den Fischen. So, die Fische. Ja, ihr lieben Fische, für euch geht die Lilith aus dem direkten und anregenden Aspekt zu eurem Sternzeichen heraus und wandert in euer 12. Sonnenhaus der Geheimnisse und der Spiritualität. Für spirituell ausgerichtete Fische ist das ein sehr inspirierender und interessanter Aspekt. Lilith wird jetzt sozusagen eure innere Schamanin und kann sich zum Beispiel in euren Träumen zeigen und eure magische Arbeit beflügeln. Ihr werdet sehr kreativ und auch mutig darin, neue Methoden auszuprobieren. Innerlich können allerdings auch verborgene seelische Verletzungen hochkommen, die vielleicht jetzt mit spirituellen Techniken geheilt werden können. Das 12. Haus zeigt auch Geheimnisse und versteckte Feinde an. Lilith hat auch etwas Provokantes und es kann euch passieren, dass sich jemand von euch provoziert fühlt oder abgelehnt, das aber nicht offen zeigt. Auch könnte eine eifersüchtige Konkurrentin hinter eurem Rücken gegen euch intrigieren. Auf jeden Fall geht es darum, das Verborgene, sei es innerlich oder durch andere Personen, wahrzunehmen und ehrlich anzuschauen und nicht zu verdrängen. So könnt ihr durch diesen Transit zu mehr innerer Stärke finden. Das waren meine Gedanken zu dem Transit von Lilith durch das Zeichen Wassermann. Natürlich wird die Bedeutung des Transits durch die Stellung eurer individuellen Planeten im Horoskop nochmal modifiziert. Und wie sich Lilith ganz persönlich für euch zeigt, das können wir nur in einer Beratung klären. Deshalb habe ich auch bei diesem Special wieder ein Geschenk für euch vorbereitet. Eine Kompaktberatung über Lilith zum Sonderpreis von nur 70 statt 100 Euro. Da können wir uns anschauen, wie Lilith in eurem Geburtshoroskop steht und wie ihr mit dem Transit am besten umgehen könnt. Den Link, der euch direkt zu dieser speziellen Beratung führt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Angebot ist nur für eine begrenzte Zeit gültig, deshalb entscheidet euch schnell. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr diesen Beitrag teilt, damit auch andere sich über die Energie der Lilith im Wassermann informieren können. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dazu müsst ihr einfach nur hier klicken, ist es völlig kostenlos und ihr werdet automatisch informiert, wenn ich neue Videos hochlade. Schaut euch auch meine anderen Specials an über Uranus im Stier und Saturn im Steinbock. Das sind sehr wichtige und langfristige kosmische Tendenzen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.